Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich mal wieder aus meiner Platon-Reihe ausbrechen und eine Folge dazwischen schieben, die ich so lange vorbereitet habe, dass sie sich mittlerweile schon fast überholt hat. Es geht um den Mann, der seit ein paar Monaten der mächtigste in Amerika ist. Nein, nicht um ihn, um ihn. Derzeit gilt Steve Bannon zwar als entmachtet, aber manchmal kommen sie wieder. Und daher erzähle ich heute von der Philosophie von Steve Bannon. Steve Bannon ist der prominenteste Vertreter einer rechtsradikalen politischen Strömung in den USA, die sich Alt-Right nennt. Und falls jemand aus der neuen Rechten das hier sieht, stellt euch nicht an wie Eltern, die von einem Kind beim Sex erwischt wurden. Ihr seid rechts, eure Ideen sind radikal, natürlich seid ihr rechtsradikal. Steve Bannon jedenfalls war Chefredakteur der ebenfalls rechtsradikalen Webseite Breitbart. Ja, ich habe es schon wieder gesagt, rechtsradikal. Bannon schloss sich dann dem Wahlkampfteam von Donald Trump an und ist nun Chefstratege von Trump im Weißen Haus. Er soll der Kopf sein, der hinter Executive Orders wie dem Muslim Ban steckt. Das ist das Einreiseverbot in die USA für Muslimen aus einer Reihe von Ländern. Es wurde mittlerweile von mehreren Gerichten als unvereinbar mit der amerikanischen Verfassung abgeurteilt. Steve Bannon vertritt viele Thesen, die sich in der amerikanischen Rechten im Besonderen und in der internationalen Rechten im Allgemeinen tummeln, als handele es sich um ein Bordell in King's Landing. Er verehrt sexy Ronald Reagan und glaubt, heutzutage gäbe es nur noch korrupte Politiker, die den anständigen weißen Mittelklassearbeiter mit Hilfe internationaler Konzerne ausbeuten. Die Verstrickung von Politik und internationaler Wirtschaft nennt er die Partei von Davos. Zugleich nennt er sich selbst einen Hardcore-Kapitalisten und kritisiert den Sozialismus, den Obamacare für Arme bereitstellt. Wiederum auf Kosten der Mittelschicht. Die Politik und Finanzelite haben Amerika an den Rande des Ruins getrieben, während sie sich selbst bereicherten. Diese Politiker gilt es in Bannons Weltsicht genauso zu bekämpfen wie den Islam, der den christlichen Westen bedroht. Bannon träumt von einer rechtskonservativen Revolution und verglich sich selbst mit Lenin. Dahingehend, dass er den amerikanischen Staat zerstören wolle, wie Lenin das mit dem Russischen getan hat. Nur ein Schock, so seine Weltsicht, könne den Niedergang des Systems aufhalten. In diesem Kartoffelsalat an zusammengeklauten Ideologien stecken schon so viele ungesunde Zusatzstoffe, dass ich über jeden eine eigene Folge machen könnte. Aber mich interessiert heute nur der letzte Aspekt, der heilsame Schock und der theoretische Unterbau dazu. Einer der wichtigsten philosophischen Einflüsse auf Steve Bannon ist das Buch The Fourth Turning von William Strauss und Neil Howe. Ein Werk, das nicht nur klingt wie eine Gangschaltung bei Star Wars, sondern auch ebenso sinnlos ist. Doch der Reihe nach. Im Buch The Fourth Turning wird die Theorie aufgestellt, dass sich die amerikanische Geschichte wiederholt. Sie bewege sich in 80 bis 100 Jahre Zyklen. Jeder Zyklus endet dann mit einem kathartischen Crash, auf den ein Neubeginn folgt. Die Generation Zero, wie Bannon es in einer von ihm produzierten Dokumentation nennt. Bannon meint, dass der letzte Crash durch die Finanzkrise 2008 eingeleitet wurde, die Obama-Administration das System aber über seine natürliche Lebensdauer hinaus am Leben erhalten habe. Offensichtlich hat Bannon also kein Problem mit aktiver Sterbehilfe. Doch ich will mal einen Moment lang so ernst bleiben, wie mir das möglich ist. Und der Reihe nachgehen. Die beiden Urheber dieser in Ermangelung eines besseren Wortes Theorie glauben an eine feste Folge von Generationen. Gemäß William Strauss und Neil Howe gehören alle Menschen einer Generation an, die in etwa in einem 20-Jahre-Korridor geboren wurden. Sie haben wichtige Ereignisse der Geschichte in etwa in der gleichen Lebensphase erlebt und teilen daher das gleiche Set an Werten, Glaubenssätzen und Verhaltensweisen. Strauss und Howe glauben, dass es eine historische Gesetzmäßigkeit gibt, wonach vier Generationen, zumindest in Amerika, immer wieder aufeinander folgen. The High, The Awakening, The Unraveling und The Crisis. Nach einer Krise beginnt ein neuer Zyklus wieder mit The High, der Hochphase. Dieses Hoch zeichnet sich dadurch aus, dass der Staat von starken Institutionen geprägt wird, während der Individualismus schwach ist. Die Gesellschaft ist sich einig, in welche Richtung sie sich entwickeln sollte. Die letzte Hochphase erlebte die USA demnach nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die zweite Phase ist The Awakening, das Erwachen. In diesem Turning werden die Institutionen angegriffen durch individuelle und spirituelle Kräfte. The Awakening tritt ausgerechnet dann ein, wenn die Gesellschaft auf dem Höhepunkt des kollektiven Fortschritts ist. Dann erscheint der jungen Generation das High als Ära der kulturellen und spirituellen Armut und sie wollen sich selbst entdecken und spirituelle Erfahrungen machen. Das letzte Awakening begann wohl nach Kennedys Tod mit den Studentenbewegungen der 1960er. Es folgt als nächstes das Unraveling, die Phase der Auflösung. Institutionen sind schwach, Menschen misstrauen ihnen und feiern ihren Individualismus. Die Gesellschaft zersplittert und jeder interessiert sich nur noch für sich selbst. Diese Phase begann der Theorie nach zuletzt in den 1980ern. Schließlich kommt The Crisis. In dieser Krise wird die Gesellschaft bedroht, etwa durch einen Krieg. Die Institutionen werden in so einer Krise zerschlagen. Die letzte Krise war die Weltwirtschaftskrise von 1929, die im Zweiten Weltkrieg endete. Und an dieser Stelle landen wir wieder bei Steve Bannon. Denn wenn ihr gut aufgepasst habt, dann ist euch aufgefallen, dass die 20 Jahre des letzten Niedergangs schon um sind. Wir also eigentlich schon in der Krise stecken müssten. Wie schon gesagt, glaubt Bannon, dass The Crisis eigentlich durch die Finanzkrise 2008 eingeleitet wurde, dass es die Obama-Administration aber verpasst hat, das aktuelle politisch-wirtschaftliche System einzureißen, um damit den Weg für die nächste Hochphase zu ebnen. Deswegen unterstützt er Trump, damit dieser diesen Prozess vorantreibt. Das wird das aktuelle System zum Einsturz bringen und Platz machen für das nächste High Amerikas. Was haltet ihr davon? Ich muss euch ehrlich sagen, auf mich wirkt das wie das möchtegern prophetische Fantasy-Konstrukt von nach Mustern suchenden Gehirnen. Dass Bannon seinen Dokumentarfilm mit den Worten Winter is coming enden lässt, macht es nun auch nicht unbedingt besser. Und ich muss leider sagen, Steve, es liegt an dir und nicht an mir, dass deine Theorie keinen Sinn ergibt. Steve, deine Theorie ist in etwa so glaubwürdig wie eine Werbekampagne, in der McDonald's erklärt, wie gesund ihre Burger sind. Aber ich will das Ganze noch nicht gleich komplett als Quatschkram abtun, sondern zunächst einmal überlegen, ob da nicht vielleicht doch etwas dran sein könnte. Immerhin sind William Strauss, Neil Howey und Steve Bannon nicht allein in dem Versuch, aus der Geschichte Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Und mal ehrlich, eigentlich ist die Überlegung gar nicht so doof. Wir leben in einer kausalen Welt, in der jede Wirkung eine Ursache hat. Warum sollte es in der Menschheitsgeschichte anders sein? So wie wir Jahreszeiten oder Sonnenfinsternisse vorherbestimmen können, so können wir doch vielleicht auch Ereignisse wie Krisen vorherbestimmen. Berühmte Vorgänger dieser Art zu denken waren etwa Hegel und Marx. Hegel vertrat zum Beispiel den Standpunkt, dass in der Weltgeschichte und im Aufkommen und Untergehen einzelner Staaten der Weltgeist zum Ausdruck kommt. Die Geschichte strebe dem Endziel entgegen, in dem sich der Geist und die Natur vereinen. Ich weiß, das klingt super abgehoben und ich kann es euch nicht runterbrechen, ohne zumindest etliche Folgen zu Hegels Philosophie zu machen. Das werden wir eines Ferientages tun, versprochen. Aber jetzt ist erst einmal wichtig, dass Hegel genau wie Strauss und Howey geschichtliche Ereignisse analysierte. Er meinte daraus ablesen zu können, dass die menschlichen Gesellschaften sich gesetzmäßig zu immer mehr Freiheit hinentwickeln würden. Ganz ähnlich verhält es sich bei Marx und doch ganz anders. Marx glaubte, Gesetzmäßigkeiten darin zu erkennen, dass die materiellen Verhältnisse der Menschen in der Geschichte zu bestimmten Ideen führten. Das Ziel dieser Entwicklung sei natürlich der Kommunismus, der zwangsläufig kommen werde und die, wie er es nannte, Vorgeschichte der Menschheit beenden werde. Mittlerweile haben wir 2017 und der Kommunismus macht derzeit in etwa so viel Welle wie ein Quietscheentchen, nachdem ein Panzer über es hinweggerollt ist. Auch Hegels Vorstellung, dass wir immer freier werden, wird gerade zwischen Terror, Angst und Nationalismus zermalmt. Ist die Idee, dass wir aus der Geschichte Gesetze ableiten können, also genauso bekloppt, wie sie sich anhört? Nun, wir müssen bedenken, dass wir solche Gesetze aus der Geschichte ständig ableiten. Wenn die Wirtschaft boomt, sinkt die Arbeitslosigkeit. Das ist gewissermaßen so ein historisches Gesetz. Denn es hat sich in der Geschichte gezeigt, dass es sich so verhält. Länder, die miteinander Handel treiben, führen keinen Krieg gegeneinander, ist ein anderes. Und in Großstädten wählen die Menschen linksliberaler als auf dem Land, ist ein drittes. Sätze wie diese sind in den Sozialwissenschaften an der Tagesordnung und sie sind im gewissen Sinne historische Gesetze. Worin unterscheiden sie sich von denen von Hegel, Marx und Strauss und Howey? Mir erscheinen zwei Unterschiede wichtig. Zum einen sind die Sätze der Sozialwissenschaften Thesen mit einem bedingten Geltungsanspruch. Niemand geht so weit zu behaupten, dass wirtschaftliches Wachstum bis in alle Ewigkeit für geringere Arbeitslosigkeit sorgen wird.
Wenn erst einmal die Maschinen wirklich intelligent sind, dann ist es damit wahrscheinlich vorbei. Die Sozialwissenschaften beobachten die Welt und passen ihre Theorien dann der Welt an. Aber wenn Steve Bannon meint, Obama habe es versäumt, die Crisis einzuleiten, dann versucht er, die Welt seiner Theorie anzupassen. Der andere Unterschied ist, dass die Theorien der Sozialwissenschaft nur Teilaspekte menschlicher Gesellschaft untersuchen und Thesen dazu aufstellen. Die Arbeitslosigkeit, internationale Beziehungen oder das Wahlverhalten von Großstädten in den Beispielen von eben. Hegel, Marx, Strauss und Howey versuchen hingegen allumfassende, sogenannte holistische Theorien aufzustellen. Gültig entweder für die ganze Menschheit oder zumindest für ganz Amerika. Das Problem dabei ist, dass hier unglaublich viele Einflüsse auf das beobachtete System wirken, sodass die für Wissenschaft nötige Reduzierung der Komplexität leicht zu Fehlschlüssen führen kann. Zum Beispiel definieren Strauss und Howey eine Generation als 20 Jahre und sagen, dass Menschen in diesem Lebensabschnitt die gleichen Erfahrungen teilen, was zum gleichen Set an Werten, Glaubenssätzen und Verhaltensweisen führt. Das ist eine verdammt steile These. Mein Bruder ist nur 6 Jahre älter als ich, aber so lieb ich ihn habe, seine Werte, Glaubenssätze und Verhaltensweisen unterscheiden sich massiv von meinen. Aber 20 Jahre? Ich habe den 11. September im Alter von 20 miterlebt. Wie alle, die diese Erfahrung mit mir teilen, weiß ich noch genau, wo ich war. Im Rauchabteil eines Regionalexpress nach Aachen. Zu meiner Generation sollen aber Menschen gehören, die an diesem Tag noch gar nicht gelebt haben. Geschweige denn wissen, dass man früher in Zügen rauchen durfte. Seht ihr das Problem? Und dabei habe ich noch nicht einmal berücksichtigt, dass außer dem Alter noch ganz andere Faktoren Einfluss auf Werte, Glaubenssätze und Verhaltensweisen haben. Karl Popper, einer meiner Lieblingsphilosophen, nennt diese Art zu denken von Strauss und Howey Historizismus. Und er hat eine simple, aber zwingende Widerlegung ihres Wahrheitsanspruchs. Sein Argument geht wie folgt. Der Ablauf der Geschichte wird durch das Anwachsen des menschlichen Wissens stark beeinflusst. Wir können mit rationalen oder wissenschaftlichen Methoden das zukünftige Wachstum unserer wissenschaftlichen Erkenntnis nicht vorhersagen. Daher können wir den zukünftigen Verlauf der menschlichen Geschichte nicht vorhersagen. Das ist ein klassischer Syllogismus. Wenn man das menschliche Wissen nicht vorhersagen kann und wenn das menschliche Wissen einen starken Einfluss auf den Verlauf der Geschichte hat, dann folgt daraus zwingend, dass wir die Geschichte nicht vorhersagen können. Mit anderen Worten, die Theorie vom Fourth Turning ist zwingend falsch. Sie kann nicht wahr sein, unter keinen Umständen. Die Popular Vote hat Bannon also verloren. Wie sieht es mit der Anzahl der Wahlmänner aus? Nun, die Schlussfolgerung, dass die Theorie vom Fourth Turning falsch ist, ist logisch zwingend. Daran kann ein Verfechter dieser Theorie nichts ändern. Und wenn er sich auf den Kopf stellt. Aber wo die Konklusion unumstößlich ist, da rücken die Prämissen in den Fokus des Interesses. Um Bannon und seine kruden Ideen doch noch wahr werden zu lassen, müsste unsere Ausgangsbehauptung falsch sein. Lasst uns einen Blick darauf werfen. Liegt es im Rahmen des Möglichen, dass die menschliche Geschichte nicht durch das menschliche Wissen beeinflusst wird? Nun, es spricht zumindest viel dafür, dass es zwischen Wissen und menschlicher Entwicklung eine kausale Beziehung gibt. Wir hatten in der Thales-Folge gesehen, wie stark die griechische Geschichte von Sprache, Alphabet und Seefahrt beeinflusst wurden. Andere Beispiele gibt es zuhauf. Ohne die Erfindung des Buchdrucks und die Möglichkeit, Schriften schnell und günstig zu vervielfältigen, wären die Reformation und die Aufklärung nicht möglich geworden. Ohne Vordenker wie von Hayek und Ayn Rand würde der Neoliberalismus die Wirtschaftspolitik der USA nicht seit der Präsidentschaft von Reagan beeinflussen. Und ohne das Internet und Social Media wäre Trump jetzt nicht Präsident. Ich denke, beim Einfluss des Wissens kann ich Poppers Schlussfolgerung nicht knacken. Wie sieht es aus mit der These, dass sich der Zuwachs des menschlichen Wissens nicht vorhersagen lässt? Ich fürchte, hier sieht es sogar noch übler für Bannon aus. Nehmen wir mal für einen Moment an, es gäbe eine neue Wissenschaft, die sich mit der Vorhersage der Wissensentwicklung befassen würde. Gehen wir weiter davon aus, dass diese Wissenschaft voraussagen könnte, wann die Physik das Beamen entdeckt. Dann müsste unsere prophetische Wissenschaft auch erklären können, wie Beamen funktioniert. Sonst könnte sie nicht beweisen, dass ihre Prognose wahr ist. Wenn das aber möglich wäre, dann bräuchten wir keine Physik mehr. Wir bräuchten überhaupt keine andere Wissenschaft mehr, sondern müssten alle unsere Ressourcen nur noch auf die prophetische Wissenschaft werfen. Dies wird aber nicht gemacht, sondern nur die Einzelwissenschaften können Fortschritte erzielen. Es deutet also alles darauf hin, dass die prophetische Wissenschaft nicht möglich ist. Tja,
Es sieht also schlecht aus für die Theorie von Strauss und Howey. In ihr steckt in etwa so viel Wahrheit wie in Alien Covenant. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, leugnet Ridley Scott zumindest nicht die Gesetze der Wissenschaft. Aber auf einen anderen Punkt muss ich noch eingehen. Was ist eigentlich, wenn morgen tatsächlich die Krise ausbricht, die Strauss und Howey vorhergesagt haben? Zumindest in diesem Punkt hat Ben ja durchaus recht. Der internationale Finanzkapitalismus ist die Pest und die Zocker in den Investmentbanken haben durch die letzte Krise nichts gelernt. Daher ist es jederzeit wieder möglich, dass uns der ganze Laden um die Ohren fliegt. Ist die Theorie vom Fourth Turning dann am Ende doch wahr, obwohl sie falsch sein müsste? Wir haben schließlich eben bewiesen, dass die Theorie von Strauss und Howey falsch ist. Am Grunde dieser Frage liegt ein philosophisches Problem, über das sich schon Aristoteles den Kopf zerbrochen hat. Aristoteles formulierte das Problem damals so: Wenn ich gestern vorausgesagt habe, dass heute eine Seeschlacht stattfindet und heute die Schlacht tatsächlich stattfindet, war mein Satz gestern dann schon wahr? Haben Zukunftsaussagen im gleichen Maße Wahrheitswerte wie Beschreibungen der Welt? Der Satz, Donald Trump hatte eine Audienz beim Papst, ist wahr. Aber wie ist es heute am 23. Mai mit dem Satz, morgen wird Donald Trump etwas Dummes tun? Okay, vergesst diesen Satz, der ist ein Sonderfall. Nehmen wir lieber mal, Angela Merkel wird die Bundestagswahl gewinnen. Ist dieser Satz heute auch schon in gleicher Weise wahr? Im normalen Sprachgebrauch würden wir das nie sagen. Wir würden sagen, der Satz ist wahrscheinlich, er ist möglich oder auch ziemlich sicher. Aber wir sprechen Prognosen nie Wahrheit zu. Und dennoch. Wenn im September Angela Merkel wiedergewählt werden sollte, dann erscheint uns der Satz retrospektiv als wahr. Wie können wir diesen Widerspruch auflösen? Ganz einfach, die Logik kennt nicht bloß den Unterschied zwischen wahr und falsch, sondern auch jenen zwischen kontingent und notwendig. Wenn die Entwicklung des Wissens der Menschheit sich vorhersagen lässt und zugleich dieses Wissen die Geschichte beeinflusst, dann lässt sich die Geschichte notwendig nicht vorhersagen. Daraus folgt, dass eine Theorie, die behauptet, dass die Geschichte gesetzmäßig immer in 4 aufeinanderfolgenden Phasen abläuft, notwendig falsch ist. Aber wenn demnächst ein Tweet von Donald Trump die USA in eine Staatskrise stürzt, dann war Bannons Vorhersage, dass dieses geschehen wird, eben nur kontingent wahr. Die Theorie vom Fourth Turning hat aber den Anspruch, immer und zwingend wahr zu sein. Diesen Anspruch kann sie nicht gerecht werden. Die Geschichte der Zukunft ist noch nicht geschrieben. So, das war mein kleiner Ausflug zur Philosophie von Steve Bannon. Ich bin schon sehr gespannt, ob jemand in den Kommentaren auftaucht, den ich nicht überzeugen konnte und der oder die mir weismachen möchte, dass an diesen Kalendersprüchen doch etwas dran ist. Als nächstes befasse ich mich wieder mit etwas Erfreulicherem, mit der platonischen Liebe. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Es folgt als nächstes The Un... Das kann ich nicht aussprechen. Na. Der andere Unterschied ist... Fuck you! Mach. Erstens, der Ablauf... Fuck you. Fuck you. Dass das an diesen Kalendersprüchen doch etwas dran ist. Mehr Wahrheit. Wann sei er so? Ich krieg den Satz nochmal zu Ende. Er soll der Kopf hinter Executive Orders wie dem Muslim Ban sein.